Frösche, die haben in der Bibel leider keine Hauptrolle. Wenn sie durch die Heilige Schrift hüpfen, dann eher im Zusammenhang mit Last und Plage. Die wunderbare Geschichte von den drei Fröschen, die die Reise ihres Lebens wagen, die fehlt also leider in der Bibel. Darf ich sie hier trotzdem erzählen? Gerade weil sie in Zeichen von Krieg, Corona, Klima- und Kirchenkrise so richtig mutmachend ist? Also, drei Frösche, die sind auf der gefährlichen Reise ihres Lebens. Sie haben schon tagelang kein Wasser mehr gesehen. Nicht einmal einen klitzekleinen Tümpel. Und dann sehen sie auf einem Bauernhof ein richtig volles Butterfass mit herrlich fetter Milch. Und sie springen natürlich sofort hinein. Was für eine Wohltat, was für ein Genuss. Doch nach der ersten Freude, da bemerken die drei Frösche schnell, dass die Lage ihres Lebens jetzt noch auswegsloser geworden ist. Denn am Rand, da gibt es keinen Halt. Wenn sie nicht mehr schwimmen könnten, dann wären sie unweigerlich ertrinken. Der erste Frosch, ein besonders schöner Breitmaulfrosch, der quakt um sein Leben. Das sei doch ein Zeichen des Himmels. Gott wolle, dass man den Tod annehme, sagt der Breitmaulfrosch und stellt das Paddeln ein und ertrinkt. Der zweite Frosch bekommt Panik, jammert und lamentiert, erklärt Gott und die Welt für schlecht und folgt aus lauter Frust dem ersten Frosch in die Tiefe. Der letzte noch lebende, der dritte Frosch, der will es einfach nicht glauben, dass all die erlittenen Mühen und die Plagen vergeblich waren. Er liebt doch sein Leben. So hofft er und er hofft gegen alle Hoffnungslosigkeit. Er strampelt die ganze Nacht hindurch, auch wenn eigentlich kein Land in Sicht ist. Mit dem Sonnenaufgang am anderen Morgen, da sitzt dieser Frosch aber auf einem kleinen Butterberg. Er hüpft aus dem Fass und dankt Gott. Und weil er nicht gestorben ist, da strampelt er noch fröhlich bis heute. Ingo Brückenjürgen für domradio.de